Hallo an alle, hier ist Nikodemus. Nach meinem letzten Film mit den 5 neuen Schiffen habe ich im Forum gelesen, dass es einige Unmutsäußerungen gab bezüglich der Kampfkraft des Imperial Cutter. Viele sehen in ihm einen weiteren Frachter und nicht ein Kampfschiff. Das war für mich Grund genug, einmal auszuprobieren, wie schlagkräftig der Cutter wirklich ist. Ich fliege den Cutter hier in einer Händlerkonfiguration, sprich 720 Tonnen Laderaum und nur ein 6er Schild. Ich habe die Waffensysteme von Strahlenlasern auf Salbenlaser umgestellt, da das Strahlenlaser den Energiekondensator schneller geleert hat, als man Feind in Sicht rufen kann. Der härteste Kampf liegt allerdings schon hinter mir. Als ich in das Gebiet kam und mich für eine Seite deklarierte, hatte ich auch gleich eine Elite-Python am Nacken. Ich konnte mich ihrer trotz meiner zusammengewürfelten Ausrüstung erwehren. Ich war am letzten Schild, aber ich sag mal, die Händlerkonfiguration nicht schlecht. Es zeigt mir eindeutig, dass man auch mit den 720 Tonnen Konfiguration sich nicht vor NPCs verstecken muss. Menschlichen Spielern sollte man aber immer ausweichen, wenn es möglich ist. Ich bin aber auch der Ansicht, wenn man sie als Kampfschiff konfiguriert und eine entsprechende Gefechtsstrategie hat, muss man sich auch nicht vor der Korvette der Föderation verstecken. Es ist eben eine Sache der Balance. Ich werde jetzt die Bilder für sich selbst sprechen lassen, denn gequatscht habe ich nun genug. Das Interessanteste ist gesagt.
Was läuft? Wir sind jetzt noch so ziemlich am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie ich euch gezeigt habe, was ein schlechter Pilot mit einem guten Clipper machen kann. Bis zum nächsten Mal. Target destroyed.